Teufel! Wo ist mein Lottoschein? Wahrscheinlich in deinen Hosen. Auf der Erde geht die Sonne unter. Michael, bringst du mir auch ein Bier? Nein, leg deinen Hintern bitte selber. Erste Zahl, Nummer 19. Ah, die 19, da ist sie ja schon. Millionen von Sternen kreisen über meinen Kopf. 40. 40, gut, die habe ich auch. Michael? Und kreisen um andere Sterne rum und dreht sich um ihre eigene Achse. Die dritte Zahl ist die 4. Die 4, jawohl. 35. Die vierte Zahl, 35, ja. Und jeden Moment erscheint ein neuer, glitzernder Stern am Himmel. Und dann die 7. Ich glaub's ja nicht, die Nummer 7, da schau mal einer an. Und jede Sekunde erlöscht ein anderer. Lieber Gott, ach, dass das alles wahr wird. Und die letzte Zahl ist die 25. 25, ja! Haben wir gewonnen! Ja. Was machst du da? Was machst du da? Nein, wir haben nicht gewonnen, aber du hast mir immerhin ein Bier gebracht. Danke. Ich wiederhole. 19, 40, 4, 35, 7 und die 25. Ich bin das einzige Kind aus Talimor. Früher habe es ganz viele gehabt. Mein Großvater sagt, Kinder und Hunde und alle zusammen mit roten Haar und Schnaps. In ganz Irland haben sie Talimor Whisky verkauft. Aber das ist schon lange vorbei. Das Wetter schlägt um. Bist du heute Millionär geworden? Ob ich was geworden bin? Hast du eine Million im Lotto gewonnen? Weißt du, ich würde so hier am Strand sitzen und Steine ins Wasser werfen, wenn ich eine Million gewonnen hätte. Heute ist ein ganz besonderer Tag. So? Und warum, wenn ich fragen darf, möchtest du schwimmen gehen? Ganz im Gegenteil. Da, in der Irish Times, auf der ersten Seite, unten links. Oh, sieh mal einer an. Der neue Lottogewinner kommt aus County Moor West. Ja, und? Was und? Wie viele Tafeln gibt es in County Moor West? Ja, eines. Nur eines. Richtig, genau. Es gibt nur Talimor. Das ist ein Ding. Das ist allerdings ein Ding. Und wie viele Einwohner hat Talimor zurzeit? 52. Und wenn du nicht im Lotto gewonnen hast, und ich auch nicht, und Annie auch nicht, dann bleiben nur noch 49. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding allerdings. Hat Annie schon davon gehört? Ja klar, sie ist bereits auf der Suche nach dem Gewinner oder der Gewinnerin. Du bist heute irgendwie so fröhlich. Ach, schau,
Da hat jemand im Lotto gewonnen. So, da unten steht's auf der ersten Seite, Lex. Laut Angaben der Lotteriegesellschaft gibt der Haupttreffer auf eine kleine Insel in County Moore West. Ein einzelner Spieler hat den Jackpot geknackt. Hallo. Hallo, Flynn. Oh. Hallo, Barnabas. Hallo, Flynn. Du hast wohl immer etwas zu tun, hast du? Ja. Weißt du die Netze? Ja. Furchtbar. Wo steckt denn die Maggie? Die Maggie? Maggie ist drinnen. Sie macht gerade die Wäsche. Kannst ja rufen. Ja. Maggie? Hallo, Maggie! Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Hallo, Maggie. Kommst du mit auf den Drink? Mama, da ist es. Ach, nur Flynn! Aber wie lange kann man auf einem Vermögen sitzen bleiben, ohne einen Penny auszugeben? Das kommt ganz drauf an. Aber du bist heute schon irgendwie so fröhlich. Ich sag dir, Villa, so lange, bis wir ihn gefunden haben. Wer ist es? Barnabas! Nein! Peggy! Nein! Glynis! Ah, hallo, Glynis! Was hast du denn da an deinem Handgelenk? Das? Oh, das ist eine Rolex! Mama, was ist eine Rolex? Hast du die etwa geklaut, Flynn? Also gut, dann gehe ich jetzt nach Hause. Tschüss, Kitty! Tschüss, tschüss, meine Liebe! Wir finden den Gewinner. Komme, was dabei. Und wenn der Bankcheck eingelöst wird, dann sind Jackie Fitzgerald und Michael O'Sullivan dabei. Als seine besten Freunde. Was ist denn, Maggie? Spielt ihr noch lange? Kommst du endlich? Ich würde ja gerne. Aber? Oh, aber der Gestank, Flynn. Mama, was ist denn eine Rolex? Eine ganz teure Uhr, Schatz. Was für ein Gestank? Der Gestank von deinen Schweinen, Flynn. Nein, wirklich. Aber auch wenn du seit neuestem eine Rolex trägst. Die ist nicht echt. Aber dein Gestank ist echt, Flynn. Sorry, ein andermal. Aber bye. Hast du's gesehen? Ja. Nein, gerochen hab ich's. Eine Rolex. Er trägt eine Rolex im Handgelenk. Ich hab's genau gesehen. Und das müssen wir aber sofort Annie erzählen. Das nach Erdbeeren oder Bananen riecht. Dieses hier? Ich gehe noch einmal zu Kitty. Mit Pie fängt man Mäuse. Was macht der nur so lange auf dem Klo? Keine Ahnung.
Kürzlich ist mir aufgefallen, dass der wieder mal fürchterlich gerochen hat. Wer, der Flynn? Ja, klar, der Flynn, wer denn sonst? So wird das nie was mit den Frauen, das kannst du mir glauben. Na, du musst es ja wissen, wie man mit den Frauen, ne? Ich hab da nicht die geringste. Wo ist eigentlich Flynn? Immer der Nase nach. Sein Bier steht hier, er selber ist noch auf dem Klo. Gut, dann bring ihm noch mal eines. Es geht aufs Haus. Ja, und ich spendiere ihm noch einen Pack von seinen Lieblingschips. Ja, also ein Bier und ein Pack Chips für unseren alten Freund Flynn. Alter Freund, habe ich da richtig gehört? Leidet dir an einer Nasenverstopfung? Er stinkt nicht halb so schlimm wie dein Achselputz vom Bord. Hey, hey! Mein Aftershave haut immer alle Weiber um. Was sind denn das so genau für Weiber, die du da so umhaust, Tom? Oder suchst du eine Frau zum Heiraten? Ich hab sie schon gefunden. Oh. Ich will die Maggie. Vergiss die Maggie. Die gehört zu Flynn. Oh, da ist ja unser Mann. Alles klar, Flynn? Alles klar. Immer noch der Alte. Immer noch das alte Funkeln in den Augen, nicht? Das ist ja ein Ding. Das ist allerdings ein Ding. Hier, Flynn, offeriert vom Haus. Und noch etwas hier zwischen die Zähne, offeriert von mir. Was denn? Ich habe noch nie was offeriert. Wollt ihr mich verarschen? Nimm's nicht persönlich. Die habe ich speziell für dich besorgt. Wilde Erdbeeren und reife Bananen. Fruchtseife? Probier sie mal zu Hause aus. Hey, Jackie, Michael, was soll das? Was habt ihr vor? Nichts. Nein, gar nichts, nein. Bist du etwa zu Geld gekommen, Jackie? Nein. Oder du, Michael? Flynn, wäre ich zu Geld gekommen, wärst du der Erste gewesen, der davon profitiert hätte, Flynn. Alles klar. Schlagze. 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 Tschüss zusammen. Es ist einfach umwerfend. Was? Ein Aftershave, das macht mich noch ganz anders. Noch ein Bier für den Herrn Pfarrer. Also, dann rück jetzt mal raus damit. Ja? Was? Aha, erzähl mal von deinem Schwein, das du am letzten Wochenende hattest. Ja, manchmal, da hat man einfach Glück. Nein, das hat man nicht einfach so, das hat man sich verdient. Ja, wer so tüchtig ist wie der säulige Flynn Heavy, Flintus Willi, der hat das mehr als verdient. Ich hab's ja nicht selber, also. Ja, du hast in deinem Leben genug gearbeitet, Flynn. Irgendwann darf dir auch mal was in den Schoß fallen, nicht? Ja, jetzt frage ich mich, soll ich ausbauen oder soll ich es verschenken? Also, wenn du mich fragst, ausbauen, das bringt doch immer jede Menge Ärger mit sich. Oh, jede Menge Ärger, ja, für jede Menge. Ja, das sehe ich ja genauso. Aber trotzdem, ich muss mich entscheiden. Flynn, es gibt Momente im Leben eines Mannes, in denen er neue Wege gehen muss. Jackie, es hat viel mehr gegeben wie sonst. Oh! Ich glaube, ich greife mal zur Flasche. Es gab fast doppelt so viel. Und jedes Schwein wirft normalerweise höchstens 11 Ferkel. 11 Ferkel? Was? Was? Jedes Schwein. Sag das nochmal. Jedes Schwein wirft normalerweise höchstens 11 Ferkel. Jenes Schwein? 11 Ferkel? Genau. Jedes Schwein wirft normalerweise höchstens 11 Ferkel. Normalerweise? Das ist aber kein Ding. Das ist allerdings kein Ding. Und jetzt sind 17 Stück. Ach, Flynn, nun bist du ein reicher Mann. Ja, man wird sehen. Schweine gelten nie so viel, wie sie wert sind.
Geht jemand von euch ran? Geh du ran. Hast du's reparieren lassen? Ich hab's selber repariert. Was ich repariere, das fällt. Oh Gott. Betty? Ach, du bist es. Es ist Annie. Und? Was heißt, du bist besoffen? Aha. Champagner. Du hast mit Kitty auf etwas Besonderes angestoßen. Auf was denn? Was? Annie, ich verstehe dich ganz nett. Was? Au! Au! Betty, da hat sie ja immer noch... Annie? Ihr macht kurz bitte das Telefon, steht mal wieder unter Strom. Nein, nein, hier gibt es nichts Neues, außer dass Doily Flynn 17, aber das erkläre ich dir später. Zecki will nicht noch. Und? Haben Sie ihn? Was? Unseren Pfeil gegessen? Im Bauch gehabt. Dann angestoßen. Ja klar, höre ich's, dass ihr angestoßen habt, aber auf was denn? Schwanger. Ah, nein, deswegen. Sie werden brennen. Das ist schon wieder kein Ding. Ja, bei uns liegt der Fall ganz ähnlich. Eben weil eine Sau normalerweise nur 11 Fackeln wirft. Ja, ich dich auch. Bis dann. Tschüss. Dieses Telefon ist ja lebensgefährlich. Ja, hat's dir eins gezwickt? Oh, oh, hallo, oh. Lissy. Oh, hallo, Lissy. Ist mein Toaster repariert? Ja, klar ist er repariert. Was ich flicke, das hält. Dann gib ihn her. 17. Also, das macht... 17. Genau. Was? 17 Euro? Ja, genau. 17 Euro für Miss Lissy Green. Du bist ein Halsabschneider, Jackie Fitzgerald. Ich bin eine arme, behinderte Landlady, habe nichts außer meiner Leiden. Und du willst 17 Euro für diese kleine Reparatur? Kannst du das vor deinem Gewissen und vor Tender verantworten? Aber normalerweise sind es nur 11. Gib mir meinen Toaster und zwar sofort. Hast du dir einen neuen Hut gekauft, Lissy? Der steht dir aber gut. Was geht dich das an? Und neue Reifen hast du auch in deinem Vehikel. Gib mir meinen Toaster. Zuerst will ich Geld sehen. Ja. Lass mal, Jackie. Der Toaster, der geht auf meine Rechnung. Der Hut war sicher teuer. Hm? Sonst noch was, Lissy? Das geht dich in Scheiß. Hab ich es satt, dass die nie für was bezahlen will. Wer Schweine berührt, bekommt gerne mal schmutzige Hände. Unter dem Dach des Herrn hat es für alle ein Plätzchen. Herr Pfarrer, spielen Sie auch gelegentlich Lotto? Nun ja, hin und wieder. In diesem Fall nochmal ein Bier für unseren ehrenwerten Herrn Pfarrer. Was ist los, Jackie? Bist du zu Geld gekommen, oder was? Ich soll zu Geld gekommen sein. Was ist denn nicht gefahren, Betty? Was denn nicht gefahren sein soll? Bist du zu Geld gekommen, Betty? Ich? Warum ausgerechnet ich? Einfach so. Nichts Wichtiges. Ein bisschen trinken und plaudern. Hat noch niemandem geschadet. Michael, nimmst du auch noch mal eins? Ja, gerne. Und du, Betty? Ja. Warum nicht? Slumsup. Danke. Thank you.
Hallo, Linus. Ja? Was hast du da? Komm, leg's hier auf dieses Brett. Tote Tiere sollte man nicht berühren. Was das nun für ein Vogel ist? Eine Meise oder ein Fink? Vielleicht der Wellensitt ist von nett. Wieso muss der noch sterben? Linus, wo ist eigentlich deine Katze? Meinst du, sie ist der Täter? Der hat ja einen Vogel. Das halbe Dorf habe ich zu einem Bier eingeladen und ich weiß immer noch nicht, wer im Lotto gewonnen hat. Ja, das ist, was hast du da? Ach, das ist nichts. Ich habe nur so eine Kleinigkeit geschrieben. Das sind Gedichte. Oh, Maggie, lies mir doch eins vor, bitte. Flynn, das sind doch keine Gedichte. Das sind nur so ein paar dahingekritzelte Worte. Dann lies mir doch ein paar Worte vor. Die sind bestimmt wunderschön. Vor allem, wenn sie von dir sind. Flynn, das ist nichts. Das liest sowieso niemand. Aber ich möchte sie trotzdem gerne hören. Bin ich denn niemand? Also gut. Aber wenn du lachst, höre ich sofort auf. Ich werde nicht lachen. Ganz bestimmt nicht werde ich lachen. Ja. Wenn dir ein bunter kleiner Vogel zufliegt, sollst du ihn nicht einsperren. Oh, Maggie, das ist ein wundervoller Gedanke. Warte, das war doch erst der Anfang. Was hast du da? Tote Vögel. Das sind aber Hühner. Wenn dir ein bunter kleiner Vogel zufliegt, sollst du ihn nicht einsperren. Lass ihn fliegen. Wenn er fortbleibt, war er nie dein Vogel. Kehrt er aber zurück, dann ist er für immer dein. Oh, Maggie, das ist Poesie, wirklich echte Poesie. Ach komm, das ist Kitsch. Ich möchte nicht, dass die Mietze in ihren Federn guckt und ihr Schluss mit Haukenpau frisst. Dann bleibt ihr nichts anderes übrig. Wir müssen ihn verbrennen. Das machst du auf gar keinen Fall. Der Netz ein Vöglein soll ein richtiges Grab bekommen. Mit einem Kreuz Blumen darauf. Oh, Kiki. Und ihr Champagner. Mir brummt mein Kopf. Der meine ist auch nicht gerade in Hochform. Fast dem ganzen Papa habe ich ein Bier spendiert und ich weiß immer noch nicht, wer der Lottogewinner ist. Also Michael, pack schon aus. Was ist denn das? Hühner. Ja, dass das Hühner sind, das sehe ich auch. Aber was hast du damit vor? Mein Kopf brummt zwar mächtig, aber er funktioniert immer noch wunderprächtig. Es ist der scharfe irische Verstand, der da drin arbeitet. Michael, kannst du mir sagen,
was er vorhat? Kiki hat dir gestern eine Liste gegeben mit all den Leuten, die regelmäßig Lotto spielen. Aber was hat denn die Liste mit diesen Hühnern zu tun? Wir laden alle, die Lotto gespielt haben, zu einem kleinen Fest ein. Diese Hühner habe ich billig gekriegt. Jetzt musst du sie nur noch rupfen und dann braten wir sie schön saftig. Nur noch rupfen und braten. Ja, weißt du, wie viele Stunden wir brauchen, bis alle diese Mistflitzer... Gratis ist nichts. Du, Barnabas, was denkst du? Wird der liebe Gott meine Miete verzeihen? Ich denke ganz bestimmt, wird er verzeihen. Und denkst du, das Vöglein wird im Himmel einen Platz finden? Es wird in den Vogelhimmel kommen und dort seinen Platz finden. Wasch mich jetzt mit Fruchtseife. Ja, ich hab's gemerkt. Komm. Ach, Flynn, wenn nur deine Schweine nicht wären. Nein, Maggie, hör doch nicht auf, immer von meinen Schweinen zu reden. Aber wenn die nicht wären, dann wären die doch schon längstens. Nein, Maggie, sag jetzt bitte nichts. Flynn. Eigentlich vermisse ich dich. Oh, Maggie, pst. Ach, aber von was sollen wir denn leben, Flynn? Wir haben doch beide nichts. Ja, aber wenn du und Glynis zu mir kommt, dann leben wir doch. Natürlich, Flynn. Von Luft und Liebe. Nein, im Ernst. Es muss doch etwas geben, das du kannst. Komm zu mir und ich zeig dir, was ich kann. Hey!
war sogar sehr großzügig. Er ist ein großzügiger Mensch, unser Jackie. Oh ja, sehr großzügig. Trägt neuerdings eine Rolex? Nur ein Imitat! Und ich dachte, er hätte sie geklaut! Dass Tom neuerdings Interesse an Maggie zeigt? Und wer ist eigentlich der Vater von Glynis? Riech ich jetzt besser, Jackie? Das ist Banane. Ja, man merkt leider nicht viel, Flynn. Hey, Maggie wäre doch eine für mich. Ich hätte da noch Himbeerseife. Himbeeren? Himbeeren! Habe ich richtig gehört? Kitty hat eine Kreuzfahrt gebucht? Eine Kreuzfahrt? Ganz alleine? Wozu würdest du Geld ausgeben, wenn du Geld hättest? Ich würde nur das nehmen, was ich brauche. Und mit dem Rest würde ich all meine Freunde bewirten. Ist es bereits Mitternacht? 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 Keine Zeit, um nach Hause zu gehen. Also, du hast bereits genug getrunken. Du auch. Und du auch, Jackie. Hab ich das? 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 Oh ja, oh ja. Nach Hause. Jede Hühnerkeule und jeder Tropfen Whisky ist fein. Die reinste Verschwendung gewesen. Was guckst du so blöd? Was? Raus mit der Sprache! Genau jetzt, in diesem Moment, hab ich rausgekriegt, wer es ist. Ach was. Oh ja, exactly in this very moment hab ich rausgekriegt, wer es ist. Nein. Ja, oh doch. Dann sag es doch endlich. Mein lieber Jackie Fitzgerald. Du bist es. Was? Ich? Ja, du. Du hast das Geld gewonnen. Und versuchst uns nun davon abzulenken. Das ist dein Ding. Dann bin ich also reich. Ja.
Ich bin der Lottokönig. Ups. Richtig. 6 richtige. Michael. Geh nach Hause. Hau ab. Warum? Du bist ja besoffen. Ja, ja, ich bin bisschen besoffen. Ja, das ist aber da oben arbeitet immer noch ein Messer scharfer irischer Verstand. Und ich gehe jetzt nach Hause und du kannst deine Mäuse zählen. Warte! Vielleicht bist es ja du. Du hast nie gesagt, dass du es nicht bist. Ja, dann hör auf zu lachen, du Idiot. Eine Keule ist noch übrig. Oh, ich war wirklich nicht mehr eine Danke. Eine Hühnerkeule. Hör auf zu lachen, du Herr. Leg sie doch in den Kühlschrank. Wenn noch eine Keule übrig ist, dann heißt das, jemand ist nicht gekommen. Das ist ein Ding. Das ist eine Hühnerkeule. Wo ist die Liste? In deiner Hosentasche. Ja, 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 genau. Ned ist nicht gekommen. Ned, die Wand. Das ist der Schenkel von Ned. Leg mir die Keule in eine Pfanne. Michael? Komm, wir unternehmen einen Überraschungsbesuch. Ui, 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 ui. Annie? Michael? Es ist Ned die Wein. Oh! Ned? Hey, Ned? Digga, ding, digga, ding, digga, 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 wo geht's lang? Allgemeine Richtung, meine Hand. Also dann geh du vor. Wo sind wir? Auf dem Holzweg. Gut, also jetzt in Richtung meiner Hand. Jackie! Michael? Michael? Jackie? Michael? Jackie? Jackie? Michael? Jackie? Ich habe ein Feuerzeug! Oh, gut! Komm! Die Keule wird kalt! Ding dong! Ist das aber dunkel hier? Ned, Ned, bist du da? Komm, wir gehen. Komm. Bist du verrückt? Dann mach doch endlich Licht. Ja, warum zum Teufel machst du nicht Licht? Ich weiß nicht wo. Ja. Ned? Überraschung, Ned, wir haben dir eine gut gebratene Hühnerkeule mitgebracht. Gut, dann schalten wir zuerst mal den Fernseher aus. Nein, nein, sonst wird es ja noch dunkler. Michael? Jackie? Michael? Jackie? Er ist der Gewinner. Holy Heaven, wirst du im Himmel heute fluchen, Ned die Weib. Bestimmt eine halbe Million. Da gewinnt einer eine halbe Million im Lotto und im nächsten Augenblick ist er tot. Mausetot.
Kennst du den Ausspruch, Geld verändert die Menschen? Ihn hat es zweifelsohne drastisch verändert. Ja, vom Leben in den Tod. Rufen wir jetzt die Polizei oder den Arzt? Beide, aber das hat Zeit. Die würden ihn eh nur in einen Kühlschrank stecken und in dieser Hütte ist es genauso kalt. Aber Jackie, ich denke, jetzt ist ein kurzes Gebet angesagt. Oh ja, ja. Dies war Ueli, I am to thee, from sins I hope alle Mütter und Väter, auch alle Freunde und auch die Toten und die Lebenden seien gesegnet und schenke ihnen ewige Ruhe. Wir beten für einen armen Mann aus Tullymore, unseren lieben, lieben Ned Devine. Er war der netteste Mensch, der jemals deinen Segen empfangen hat, Amen. Wir haben dir eine Hühnerkeule mitgebracht. Ein gut gebratenes Bein von Emmy. Was hast du da, Jackie? Was soll das? Es hat ein Fest gegeben. Ein Riesenfest im Pub. Und das alles nur deinetwegen. Hey, Jackie, hör auf damit. Sei nicht albern. Ja, ich habe auch eine probiert. Sie schmeckt fantastisch. Ja. Also, wenn du nicht sofort aufhörst, gehe ich nach Hause, Jackie. Danke, sehr liebenswürdig. Ich weiß, dass du alles mit uns teilen würdest, alles, sogar die Hühnerkeule. Wohin gehst du jetzt? Ins Licht. Ui, das ist aber weit weg. Ned? Tschüss, Ned. Gib auf dich Acht. Bis dann. Bis dann. Er will, dass wir das Geld kriegen. Wer will das? Hast du ihn nicht gesehen, denn Ned? Nein, ich habe nur dich gesehen. Und vor allem gehört, dass du einen fürchterlichen Quatsch da rausgelassen hast. Ihr meint, die Millionen interessieren ihn nicht mehr. Da, wo er sich jetzt befindet, da braucht er für nichts zu bezahlen. Ja, aber das Geld, das gehört Ned Devine. Und wenn er es nicht will, dann geben wir es zurück. Selbst den Griechen und den Italienern würden wir die Kohle rüberschieben. Das wäre aber schade um das schöne Geld. Ich habe eine bessere Idee. Wir benehmen uns so, als wäre Ned noch am Leben. Aber Ned ist tot. Jackie, das funktioniert nie und nimmer. Ich bin Ned Devine. Und sein Geist würde böse, wenn das Geld in die Staatskasse fließen würde. So hat er das gesagt? Michael,
da spielt einer ein Leben lang Lotto. Und wenn er endlich gewinnt, dann stirbt er. Du als Netzgeist, würdest du da nicht auch mit dem da oben hadern? Ich weiß nicht, ja, aber seinen Tod müssen wir auf jeden Fall melden. Gar nichts müssen wir. Wenn wir was melden, dann haben wir einen Mordverdacht. Was, Mord? Nein, das ist eine schlimme Sache. Ja, das ist eine schlimme Sache. Hui, das ist ein Ding. Ja, ein Marsding. Er stinkt ein wenig. Geh und öffne das Fenster, sei so lieb. Und ich dachte immer, der gute alte Ned würde mal draußen auf dem Meer sterben. Einen Sturm nach dem anderen hat er überlebt. Und am Ende wird er von ein paar Lottokugeln zur Strecke gebracht. Auf dem Weg, auf dem Meer. Siehst du sein Lächeln? So, als ob er im Lotto gewonnen hätte. Lass mich in Ruhe, du machst mich nervös. So, ja, so. So, ja. Du musst ihm in den Mund fassen. Nur ein bisschen rumziehen, das geht nicht. Okay, also das. Wie willst du denn, dass er aussieht? Würdevoll betroffen oder grenzenlos hoffnungsvoll? Ja, shut up! Halt die Klappe, ich muss mich konzentrieren. Ich. Pass auf, dass sie dich nicht beißen. Soll ich es wieder einpflanzen? Pflanze sie wieder ein, ja. So, so. Oh nein, nein, so nicht. Das geht nicht. So sieht er aus wie mein Onkel aus Galway. So richtig gemeingefährlich. Okay. So, let's go. Komm. Gut, das hätten wir. Und morgen telefonieren wir mit der Lottogesellschaft. Machen wir. Aber dieses Telefonat müssen wir von deinem Apparat aus machen. Bei mir haben sie abgestellt. Hast du wieder mal deine Telefonrechnung nicht bezahlt? Ja, mich ruft da sowieso niemand mehr. Und wenn du im Lotto gewonnen hättest? Ja, wenn ich mich so umschaue, bin ich eigentlich ganz froh, dass nicht ich im Lotto gewonnen habe. Ja, nicht gut. Ist ja richtig männlich.
Geschmackssache. Ich werde Maggie heute Abend zum Dinner einladen. Und? Wer kümmert sich um Lilis? Alter Bock! Lieber drei Flint mit all seinen Schweinen im Stall, als so einen Tomatenhengst im Nest. Lissi! Bleib stehen! Gib mir sofort die beiden Brote zurück. Die kannst du eh nicht mehr verkaufen, die sind viel zu alt. Alt? Die sind nicht alt. Die habe ich heute Morgen erst frisch aus der Stadt bekommen. Steinalt! Dieses Brot würden nicht einmal mehr meine Kanarienvögel fressen. Das kann man höchstens toasten und dann muss ich selbst essen. Ja. Toasten! Jetzt, wo dein Toaster wieder funktioniert. Gauner seid ihr alle miteinander. Gauner! Gib's zurück oder bezahl sie gefälligst. Wenn wir alle hier ihre Rechnung schuldig bleiben würden, könnte ich heute noch schließen. Steinhart! Lass mein Brot sein! Weißt du was? Ich bezahl dir 1. Nehm aber beide. Lissi, du alte Hexe! Du Parasit! Bleib stehen! Einmal mehr hast du dich verplappert, Michael. Es tut mir ja leid. Ich wollte das so nicht. Annie ist sauer auf uns zwei, weißt du das? Sehr sauer. Sie sagt, sie hätte uns letzte Nacht nie und nimmer zu nett gehen lassen dürfen. Was hast du da in dieser Plastiktüte? Ja, die persönlichen Papiere von Nett. Ich habe sie gestern Nacht mitgehen lassen. Endlich ist jemand am Draht. Hello? I would like to inform you that someone won the lotto pool and, of course, Nett Divine from Tullymore. Exactly. Oh, yes. Okay. We'll see us then. Thank you and goodbye. Jemand kommt aus Dublin. Ist das ein Ding? Wie lange hat man mit dem Auto von Dublin bis hierher? Ja, fast einen ganzen Tag. Dann komm, Michael. Jetzt komm schon, Brinis. Ja, komm, spiel dich nicht so an. Wie, das ist los. Brinis. Du bist ja ganz nass. Du frierst. Geh sofort zu deiner Mutter und zieh dich um. Ich habe schwimmen gelernt, Großvater, und beherrsche es richtig gut. Ja, sehr gut schwimmen kannst du. Mit Kleidern und Stiefeln, bei Ebbe und Flut. Linis, ich habe dir schon... Ich habe mal gesagt, dass ich nicht einmal so spielen soll. Linis ist doch noch ein Kind, Barnabas. Das musst du verstehen. Sie braucht einen Vater. Ja, sie braucht einen Vater. Ich bin einfach zu alt dazu. Sie braucht ihren richtigen Vater, auch Maggie braucht mich. Moment. Vielleicht hast du recht. Doch, Flynn, bist du nicht ihr richtiger Vater. Maggie wird wissen, wer ihr richtiger Vater ist. Jetzt fängt das wieder an. Wo ist Maggie? Sie ist drinnen. Geh ich gleich zu ihr. Komm, Linus. Das würde ich nicht tun. Warum nicht? Tom ist gerade bei ihr und lädt sie zum Nachtessen ein. Du lügst! Du lügst! Nein, ich lüge nicht. Maggie, sie gehört doch zu mir. Tom sieht das anders. Er denkt, Maggie braucht jemanden, dem sie ganz nahe kommen könne, der nach einem Mann rieche. Und der sie mit Geld verwöhnen könne. Das höre ich nicht von dir. Aber so ist es.
Frag mich was. Hast du mir ein Badetuch, um mich abzutrocknen? Ja, sei nicht so dämlich. Frag mich was zu nett. Ach so. Ja. Wie alt sind Sie, Mr. Devon? Ich bin nun fast 70 Jahre alt, junge Frau. Geboren wurde ich am 17. Juli 1942 im St. Regina Midwife Hospital in Ballyshannon im Distrikt. Frag mich was anderes. Nächste Frage. Haben Sie Familie, Mr. Devine? Oh, leider nein, ich lebe ganz allein. Aber mein Großvater mütterlicherseits entstammte einer vornehmen Familie aus Springfield, nördlich von Castle Bar in... Nächste Frage. Nächste Frage. Was machst du eigentlich mit deiner Hälfte des Gewinns, Jackie? Ich wusste gar nicht, dass wir 50-50 machen. Oh, doch. Davon bin ich von allem Anfang aus ausgegangen. Aber ich bin auch derjenige, der das Risiko trägt. Completely wrong here. Are you from Tullymore? Oh, my whole life. Oh, really? Yeah. Yeah. Then you know Mr. Ned Devine. Yes, yes. yes. Do you want to visit Ned? Exactly. I can bring you there if you like. Wonderful! Yes, yes. Thank you. Oh, would you mind going ahead without me? I have to get my stuff. You just have to go ahead on the left side and just go along the seaside. Yeah? Okay, I'll follow you in a minute. I'll follow. Sure, sure. Yeah. See you then. See you. Du musst uns retten! Ned Devine! Ich? Ja! Ich? Du, Ned! Ich muss uns retten! Ja! Und unsere Million! Ja. Now, the risk is definitely on my side! Ja, that's thank you.
coming soon. He's having a bath. Wo bin ich? Im Bad. Zieh die Pelerine aus und wickle dir irgendwas um die Hüfte. Badetuch oder so. You got a visit from Dublin? Die Lottofee ist da. Oh, von Dublin? Ja, ja. Ja, ich komme gleich. Ich wickle mir nur noch ein Badetuch um meine schlanken, blanken Hüften. Meet you, Mr. Miss Higgins. Miss Higgins, hello. Möchtest du dieser charmanten Dame nicht die Hand reichen? Dann verlasse ich dich wieder, Ned. Goodbye. Goodbye, Jackie. See you soon, Jackie, soon. Very soon. So, Mr. Divine, you know why I'm here? Oh, yes. This morning? Yes, this morning habe ich Sie angerufen nach Dublin. Such a lottery prize. Sie können sich vorstellen, dass man bei einem so hohen Gewinn ein paar Nachforschungen anstellen muss. Yes. Do you understand? Yes, of course. Yes, es ist eine reine Routineangelegenheit. Aber ich muss mich vergewissern, dass das Geld auch an die richtige Person ausbezahlt wird. Yes. In your own interest. Of course. Aber Sie haben jetzt sicher Verständnis dafür, dass ich da reingehe und mir ein paar warme Kleider anziehe. Oh, you're looking lovely just with this bathtub. Yes, I know. And do not watch Ned Gixler, gell? Have you got a family, Ned? Und haben Sie, Miss Higgins, haben Sie Familie? You were working as a fisher, Ned? Oh ja, schon in meiner Jugend fuhr ich oft aufs Meer hinaus. Und dieses Haus hier, das gehört meinem Vater. Und er war auch schon Fischer. But be cautious now. Bless you. Vorsicht ist geboten. So ein Lottogewinn kann einem Gutes, aber auch Schlechtes bringen. Einfach ein bisschen vorsichtig sein, vor allem Freunden und Bekannten gegenüber. Yes, vor allem Freunden gegenüber. Da gibt es welche, die ziehen einem das letzte Hemd von einem. Such a lottery prize can be a shock. Oh yes, can be a shock. Always, wenn ich aufs Land fahre, bekomme ich immer die... Ja, diesen Heupnüsen, ja. Mr. Divine, have you got your lottery tickets? Oh, mein lottery ticket. Ja, das hatte ich eben noch. Eben hatte ich das noch. Mein lottery ticket. Wo ist denn mein Lottery? Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ja, hier habe ich es. Ich schieb's gleich unter der Türe durch. Ist der Gewinn sehr groß? Ned, sit down. It's 6,894,622 euro. Mr. Divine, take your time. You've got all the time in the world. Yes, all the time in the world, yes. Such a lottery prize can be a shock, I know. Oh, am besten, Sie gewöhnen sich ganz langsam an diesen Gedanken. Der Jackpot ist schon seit Monaten nicht mehr geknackt worden und deshalb ist die Gewinnsumme umso höher. Und Sie, Mr. Divine, Sie sind der einzige Gewinner. Did you know that? Well, now I need your date of birth. Oh, mein Geburtsdatum. Ah ja, das kann ich auswendig. Das kann ich schon lange auswendig. Ja, das ist... Das ist der 17. Juli 1942. 6 pounds and 300. Perfect. And your ABS number? Oh, meine ABS number. Ja, die kann ich doch auswendig. Meine ABS number, wie ist es?
6, 8, 9, 4, 6, 2, 2. Wonderful, Mr. Divine. I think it won't take a long time until you hold your check in hand. Oh, that's great, Miss Higgins. Aber lassen Sie sich nicht allzu viel Zeit. Sonst könnte ich nämlich noch das Interesse am Geld verlieren. Fine. Well, I'll go back to Dublin now and do my work. Of course, yes. Oh, have you signed your lottery ticket? Here I've signed. Yes, of course. So nobody can take your profit. Not at all. Congratulations, Mr. Thank Divine. Thank you very much indeed, Miss Higgins. Thank you very much. I'll come back to Tullymore in a few days. Oh, yeah. Ich werde ein paar Erkundigungen über Sie im Dorf einholen, but I think bless you. We won't have any problems. Any problems, so, any problems, of course. Well, goodbye and take care, Mr. Divine. Thank you very much indeed, Miss Higgins. And have a nice return to Dublin. A nice return to Dublin. Goodbye, goodbye. Das war die beste Vorstellung, die ich je von dir gesehen habe. Du bist ein fantastischer Schauspieler. Also jetzt könnt ihr was erleben, Jungs. Darf ich vorstellen? Das ist Ned Divine, der soeben im Lotto 6.894.622 Euro gewonnen hat. Nein, nein, meine Jungs. Das ist kein Kavaliersdelikt mehr. Das ist handfester Betrug. Wenn nicht sogar Mord. Hui, Mord, hui. Wenn das rauskommt, dann wandert ihr beide ins Gefängnis. Alle beide. Ich habe alles im Griff. Ihr kommt beide in den Knast. Annie, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Jackie? Wir sind seit 26 Jahren verheiratet. 26 mehr oder weniger glückliche Jahre. Aber ab heute, da bist du alleine. Slantje, Jackie. Du kannst heute Abend bei mir übernachten. Danke. Eins nur. Wir kommen jetzt wirklich ins Gefängnis? Was weiß ich? Ja, und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. 6.894.622 Euro. Ja, das ist viel Geld. Beinahe 7 Millionen. Aber Jackie, als du damals dieses esoterische Empfängnis da oben mit Ned Divine hattest, hat er dir damals nichts gesagt, was wir in einer solchen Situation zu tun hätten? Kein Sterbenswörtchen, hat er gesagt. Jackie, dann glaube ich, müssen wir die Sache selber an die Hand nehmen. Ja, und zwar auch schnell. Schnell, toll. Minis, geh woanders spielen. Flip? Nehmen wir zusammen. Die Wäsche können auch Linis und ich abnehmen. Los.
zerbreche mir nur den Kopf über fette Schweine und dämliche Kerle, über Aftershave und Fruchtseife. Und du? Ach, ich wollte nur mal vorbeischauen. Ja, und? Na ja, schauen, wie es dir geht. Oh, mir geht's gut. Sehr gut sogar. Dann ist ja gut. Ja, das ist gut. Ach, wenn nur deine Schweine nicht wären, Flynn. Sei still. Hör auf! Hör auf, immer nur von meinen Schweinen zu reden. Flynn. Ich habe nichts anderes als diese Schweine. Ich mag sie sogar, meine Schweine, verstehst du? Ich arbeite gerne mit ihnen. Jedenfalls ist es immer noch besser, als gar keine Arbeit zu haben. Auch kenne ich niemanden, der einen saftigen Schweinebraten stehen lassen würde. Außer einen Vegetarier vielleicht. Alle essen sie gerne Schwein. Da muss sich ja jemand um sie kümmern. Verstehst du? Von alleine kommt kein Braten auf den Tisch. Und jetzt lass mich in Ruhe, verdammt. Flynn, ich verstehe dich ja. Aber... Kein Aber. Ich kümmere mich um meine Schweine und du kümmerst dich um was du dich auch immer kümmern willst. Flynn! Lass mich in Ruhe. Ich hab's ja versucht. Ich hab's wirklich versucht. Jeden Tag wechsle ich die Kleider. Dreimal täglich dusche ich mich mit Fruchtseife. Einmal mit Banane, dann mit Erdbeeren und zum Schluss noch mit Himbeerseife. Ich hab's wirklich versucht. Mehr kann ich nicht tun. Tom hat gesagt, er würde für mich sorgen. So, hat er. Na, dann ist er gut. Er hat gesagt, dass ich mich um meine Zukunft nicht zu sorgen brauche. Das ist ja noch besser. Ich könnte sogar zu ihm auf den Hof ziehen. Das ist am allerbesten. Und Glynis wäre auch willkommen. Glynis? Braucht ihren richtigen Vater. Oh, hör auf damit. Bin ich ihr Vater, Maggie? Sag's mir doch. Flynn! Oder ist es der Tom? Hä? Das ist doch völlig unwichtig. So, ist es? Aha. Versteh doch. Er hat gesagt, er würde für uns beide sorgen. Hat er gesagt, dass er für euch sorgen oder für euch bezahlen wird? Weißt du was? So hat das überhaupt keinen Sinn mehr. Geh doch. Verschwinde. Hau schon ab. Was? Oh! Mama! 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 Gespielt, wie ich es schon erklärt habe. Dies mit der bei unserem Fest übrig gebliebenen Hühnerkeule. Unser nächtlicher Überraschungsbesuch bei Ned, der in seinem Sessel vor dem Fernseher saß. Tot. Das Telefongespräch mit Dublin und der anschließende Kontrollbesuch der Frau von der Lottogesellschaft. Ihr kennt mich doch alle. Dieses Mal ist es keine erfundene Geschichte. Es ist eine Geschichte, die auf ihr Happy End wartet. Halt den Mund und sag uns endlich, wie hoch der Gewinn ist. Einen Moment, Lizzie. Es kann nur ein Happy End geben, wenn wir alle zusammenhalten. Jeder Bewohner von Tullymore muss mitmachen. Und unterschreiben. Und wenn die Lottofrau wiederkommt
und sich nach Ned Devine erkundigt. Und dann zeigt ihr alle auf Michael O'Sullivan. Und wie erkennen wir die Lottofee? Hätschi! Sie liest! Ah, sie liest! Ja, jedes Mal, wenn sie von Dublin aufs Land rauskommt, dann kriegt sie den Heuschnupfen. Aber meine Lieben, wenn ihr alle mitmacht, wie es Jackie gesagt hat vorher, wenn alle unterschreiben, alle zusammen, dann ziehen wir zwei, Jackie und ich, das Ding doch. Aber wenn nur eine einzige nicht unterschreibt, dann fahre ich nach Dublin, stelle mich der Polizei und ich schätze, mit 10 Jahren Knast werde ich davon kommen. Wie viel? 10 Jahre Knast, sagt er. Wie viel Geld, du Dummkopf? Apropos Stichwort Geld. Und somit wären wir bei der Gewinnsumme. Sie beträgt 6.894.622 €. Die Bar ist eröffnet, aber zuerst unterschreiben. Ja, ja. Oh, Herr Pfarrer, das freut uns, dass wir auch auf Ihren Segen zählen dürfen. Selbstverständlich. Und, Herr Pfarrer, wer steht da an meiner Seite? Na, das ist doch... Ned Devine. Danke, Herr Pfarrer, danke. Und, Slanches. Wer hat die nächste, bitte? Ah, Glynis. Sie sind der Pfarrer. Sie kommen zur rechten Zeit. Darf ich fragen, wozu ich zur rechten Zeit komme? Ich möchte eine Nonne werden. Brauche ich für Ihren Tipp? Mache ich erst zurecht? Wozu möchtest du denn eine Nonne werden? Wegen meiner Mutter. Sie ist so verdreht. Flynn will es nicht, wegen dem Gestank von seinem Schwein. Und Tom will es nicht, wegen seinem Aftershave. Wegen seinem Aftershave? Ich sage, er rieche genauso, wie er wirklich sei. Verdorben. Aha. Und trotzdem will sie einen von beiden und kann sich nicht entscheiden. Deshalb denke ich, ist am besten, gehe ich jetzt schon ins Kloster. Dann habe ich Ruhe von all diesen Männergeschichten. Ach, weißt du, Glynis, im Leben, da geht eben nicht immer alles so. Ihr Pfarrer müsst mir gar keine Tipps geben. Sie arbeiten auch mehr oder weniger für Gottes Lohn. Und das nur, weil sie Angst vor Frauen haben. Wer sagt das? Mein Großvater. Nun, so genau kann man das auch wieder nicht sagen. Slanche, Flynn, Slanche. Vielen Dank. Der Nächste, bitte. Was hältst du eigentlich von dieser Lotto-Geschichte? Die ist ganz in Ordnung. Warum? Wenn der Opferstock voll ist und das Dach der Kirche geblickt ist, ist es doch in Ordnung so. Ja, ja, schon. Aber weißt du, ich frage mich, wie das viele Geld die Leute von Tullymore verändern wird. Sie werden in die Stadt ziehen, Luxusvillen kaufen, teure Autos. Und am Ende wird das Geld ja doch nicht reichen. Sie werden Schulden machen. Macht sich keine Sorgen, Herr Pfarrer. Sie werden das Geld ins Pub tragen, so wie Sie es schon immer gemacht haben. Na, da könntest du vielleicht recht haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher, denn viel von dem Geld, das ich von Dublin bekommen werde, hat sich so schon mit dir und ist umgewandelt. Du musst dir etwas Zeit geben. Wenn sie nicht unterschreibt, dann die alte Hexe. Nicht mal vom Teufel, so kommt er. Ihr wollt meine Unterschrift? Deine Unterschrift ist die einzige, die noch fehlt. Gib mir die Liste. Wisst ihr was? Sag es uns, Lizzie. Jeder oder jede, die ein Verbrechen nach Dublin meldet, erhält 10% der Deliktsumme.
machen es nicht, Lissy. Ich kann jederzeit nach Dublin telefonieren. 10%, das macht 689.462,20 €. Das ist ein Ding. Das ist aber ein Ding! Du bringst ganz Tallimor ins Gefängnis. Kannst du das mit deinem Gewissen verantworten? Wir alle kommen in den Knast! So ist's gut. Wenn ihr alle im Knast seid, ist niemand mehr in Tallimor, der mir das Leben schwer machen kann. Listen! Ich gebe mich nicht mit Almosen zufrieden. Aber ich kann verhandeln. Ich bin die Einzige, die noch nicht unterschrieben hat. Du bist ein ganz durchtriebenes Biest. Lisette Abigail Green. Happalapap. Mein Angebot steht. 10% für mich oder nichts. Für niemanden von euch. Friede herrschen, im Schutze der Engel, die weinen im Chor. Sie singen, den Geist zu erwecken, der Rettung und Erlösung bringt in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir haben uns hier versammelt, um gemeinschaftlich Abschied zu nehmen von Ned Devine. Ned war ein guter Freund und er bedeutete uns allen sehr viel. Und es scheint, dass auch wir ihm etwas bedeutet haben. Und er durch seinen schnellen Tod, durch sein unerwartetes Dahinscheiden, hat er dafür gesorgt, dass für euch alle
dass für uns alle etwas übrig bleibt. Von dem, was der bescheidene Ned Devine in seiner selbstlosen Großzügigkeit hier auf Erden zurücklassen musste. Wenn wir daran denken, an das lange Leben von Ned Devine und wie er von uns gegangen ist, oder besser, wie er uns entrissen wurde, dann mag es uns unrecht erscheinen. Aber wahrlich, ich sage euch, die Wege des Herrn sind unergründlich und wir können uns ihm anvertrauen wie einem guten, wahren Freund. An dieser Stelle möchte ich einem Freund von Ned Devine das Wort übergeben. Er wird Worte des Trostes an uns richten. Bitte, Jackie Fitzgerald. Wenn wir zurückblicken auf das Leben von Ned. Also, wenn wir jetzt zurückblicken auf das Leben von auf das Leben von Michael O'Sullivan. Michael O'Sullivan war mein bester Freund. Leider habe ich es verpasst, ihm dies zu seinen Lebzeiten zu sagen. Seien wir ehrlich. All die Lobeshymnen, die man an einer Beerdigung auf den Verstorbenen anstimmt, kommen für den Betroffenen im Grunde genommen doch zu spät. Wäre es nicht wunderbar, man könnte an seiner eigenen Trauerfeier dabei sein? Und ist das nicht etwas, wovon man im Geheimen manchmal träumt und man es sich gerne vorstellt? Man würde in der ersten Reihe sitzen und könnte zuhören, was über einen so alles gesprochen und erzählt wird. Vielleicht würde man selber auch aufstehen und einige Worte an seine Freunde oder sogar an die Feinde richten. Worte, die man seit seines Lebens loswerden wollte, man aber dazu leider nie den nötigen Mut aufgebracht hatte. Michael und ich, wir sind miteinander alt geworden. Das ist ein Ding. Ja. Jünger waren wir immer dann, wenn wir zusammen gelacht haben. Ja, könnte er doch jetzt hier bei uns sein und uns hören, wenn ich ihm sage, wie sehr ich ihn als Freund schätze und was für ein fantastischer Mensch er gewesen ist. Ich danke dir, Michael O'Sullivan, für deine Freundschaft. But I'm looking for Ned Devine. Oh, Ned. Oh, hello, Miss Higgins. Have you got a minute for me, please? Oh, yes, of course, Miss Higgins. Thank you.
du ja endlich. Ich habe mir schon beinahe Sorgen um dich gemacht. Ja, warum denn? Ich dachte, irgendetwas sei doch noch schief gelaufen. Oh, das ist ein Ding. Hast du das Ding? €6.894.622. Wow, wir haben es geschafft! Wow! Yay! Hey, Jack, was ist mit Lizzie? Sie hat noch nicht unterschrieben. Sie erpresst uns, Michael. Inzwischen fordert sie eine ganze Million für sich selber. Sie soll gleich viel bekommen wie die anderen auch. Wenn sie trotzdem nach Dublin telefoniert. Nicht beachten, nicht beachten. Meinst du? Die Lissy blufft doch nur. Doch. Komm, wir werden erwartet. Darin arbeitet ein scharfer irischer Verstand. Mein Gott, all diese hübschen rosa Kleidchen, die ich für meine Enkelin kaufen kann. Ja, weißt du denn, dass es ein Mädchen wird? Das ist doch egal. Wenn es ein Junge wird, kaufe ich halt blaue dazu. Und das Weiße zur gemeinsamen Ferien, Kitty. Ja, wohin soll's denn gehen? Well, somewhere from Switzerland. Into the Alps. Punkt wie in der Höhe oder so. Morgen unterschreibe ich den Kaufvertrag. Was willst du denn kaufen, Kitty? Renovationsbedürftiges Pub in Südirland. Dann viel Glück. Danke. Riech mal, Betty. Das ist das Parfum, das die Frauen so lieben. Der Duft vom Geld. Mich kannst du nicht kaufen, Tom. Wer spricht denn davon? Dich bezahlen. Weißt du was? Heute lüfte ich mein Geheimnis. Ist der Tom? Ja, der Tom. Der kann einer Frau wunderbare Dinge bieten. Ja, der Tom. Ach, Flynn. Viel wichtiger ist es doch, dass es hier drin ganz leise klopft. Und Flynn, bei uns klopft es doch im gleichen Tag, nicht? Heißt das, dass du und Glynis, ihr kommt zu mir? Ja. Oh, Maggie! Ja! Oh, ein fetter Schwein ist immer noch besser als ein fetter Hengst! Ja! Heißt das auch, du magst mich jetzt riechen? Naja, daran müssen wir noch ein wenig arbeiten, Flynn. Komm schon! Betty, ein Guinness bitte. Was? Bist du nicht noch etwas zu jung für ein Bier, Kleine? Hast du deine Mutter gefragt? Sie hört im Moment nichts. Sie ist verliebt. So peinlich. Na dann, Flanscher! Bist du nun glücklich, Maggie? Oh ja. Hast du nun den Vater für deine Glynis gefunden? Sieht ganz so aus, nicht? Er ist doch auch der richtige Vater, oder?
Geheimnis für dich behalten? Also, das Geld, das wir hier verprassen, ist eigentlich das Geld von Glynis. Das darf doch nicht wahr sein. Ned hatte eine Erbin? Ja. Dann wäre ja Glynis gerecht. Psst. Schau sie doch an. Sie ist glücklich. Und niemand muss fort aus Talimor, um seine Brötchen zu verdienen. Jackie, es ist gut so, wie es ist. Ja. Viel bekommen wie alle anderen auch. Keinen Cent mehr, Lizzie. So. Ja, so ist es. Ich glaube, dann muss ich mal zum Telefon. Das ist aber gar keine gute Idee, Lizzie. Das Telefon ist lebensgefährlich. Gib mir das Telefon. Das musst du dir schon selber holen. Ich bin eine arme, behinderte Frau. Da werde ich doch wohl erwarten dürfen, dass mir jemand das Telefon bringt. Ich glaube kaum, dass irgendjemand hier in diesem Raum dieses Telefon berühren möchte. Lasst mich durch! Ich muss mit meiner Million telefonieren! Rollstuhl gar nicht. Hab ihn nie gebraucht. Und euch alle brauche ich auch nicht. Hier ist die Nummer aus Dublin. Und dorthin werde ich jetzt anrufen. Habt ihr Angst um mich? Zeit dieser Welt. Aber wir gehen jetzt gemeinsam zum Strand hinunter, um unserem lieben, lieben Ned Divine die letzte Ehre zu erweisen. Herr Pfarrer, haben Sie ihn dabei? Ja. So lasst uns gehen und den letzten Wunsch von Ned erfüllen. Thank you.
Danke, Netz die Weine. Danke. Danke. Bis später, Ned. Bis später, Ned. Bis später, Ned. Bis bald, Ned. In ihrer Hose. Suchen Sie. Auf der Erde geht die Sonne auf. Die erste Nummer. Bitte beeilen Sie sich. Die erste Nummer ist die 37. Die 37, da ist sie ja schon. Millionen von Sternen reisen in meinem Kopf. Die zweite Nummer, die 3. Die 3, die haben Sie ja möglicherweise auch. Und reisen manche Sterne um und drehen sich um ihre eigene Achse. Die vierte Zahl ist die 24. Die 24, jawohl. Die 12. Die 12, ja, ich glaub's ja nicht. Die haben sie sicher auch. Und jede Sekunde erscheint ein neuer, glitzernder Stern am Himmel. Und dann die 33. Die 33, da schau mal einer an. In jedem Moment erlöscht schon ein anderer. Und die sechste Zahl ist die 7. Die 7, die Zahl, die einen der Zuschauer von heute Abend zu einem glühenden Star werden lässt. Es ist... Bitte melden Sie sich. Nicht nochmal eine Enttäuschung. Ich wiederhole, die 3, die 7, die 12, die 24, die 33 und die 37. Es ist Frau Edna Tiedemann. Applaus, Applaus! Kinder und Hunde und alle zusammen mit roten Farben Schnaps.
Gespielt vom Theater Sintflut unter der Regie von der Christine Ludin, musikalisch umrahmt von der Nina Refsteiner und dem Philipp Untersee. Liebe Gäste, wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie mit Ihrem Besuch unser Theater unterstützt haben. Zum Abschied noch zwei Sachen. Wenn Ihnen das Theater gefallen hat, tun Sie mir ausnahmsweise einen Gefallen und sagen Sie es erst übermorgen weiter. Wir sind nämlich morgen restlos ausverkauft, das freut uns riesig. Für den Fall, dass Ihnen nicht so gefallen hat, gebe ich Ihnen einen Trost mit auf den Weg. Die Premiere-Gäste, die es auch vielleicht nicht so gefallen hat, die haben dazu einen noch gefroren. Da ist heute mit der Heizung kein Krebs. Mir verbleibt Dank für Ihr Kommen. Unser Theaterbett lädt noch zu einem Schlummertrunk ein. Wir würden uns freuen, wenn wir uns dort allenfalls noch treffen würden. Die Schauspielenden werden das in 5 Minuten auch dazu stoßen. Kommen Sie gut heim. Danke vielmals für Ihr Kommen und auf Wiedersehen.
the Higgins Beat. Jesus!